Tag 3 an der Muba, wer uns begleitet hat an den ersten zwei Tagen, hat mitgekriegt. Jeden Tag habe ich die Chance, mit Daniel schnell zu reden. Daniel, gestern war hip, du hast mich interviewt. Jetzt bin ich wieder dran heute. Wo zieht es dich heute an? Ich kann jetzt ins Appenzellerland rauf. Sehr viele Gäste und gehen wir dort auch bis Mittagessen nach Hause. Okay, und jetzt, was hast du noch erlebt, nachdem wir uns gestern getrennt haben? Ich habe dich dort gerade verloren, kurz vor dem Japanland. Gibt es denn dort den ganzen Tag zu essen, oder wie ist das? Ja, wir haben einen Sushi-Koch dort, wo immer frisch Sushi zubereitet. Ja, was habe ich sonst noch erlebt? Das ist eine gute Frage. Der Tag war natürlich relativ intensiv. So oben nochmal das Tattoo, Jodelformationen, Kinderkochen war gestern. Erzähl lieber, wie hast du es gehabt? Du bist die Hundeshow noch schauen, oder? Von der Polizei. Jetzt hast du mich verwünscht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe es gestern versprochen, aber ich hole das noch nach. Und für alle die, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt am Polizeistand mal vorbeigehen. Und ich würde sagen, morgen reden wir mal über den FCB-Stand. Gehst du auf die linke Seite, ich nehme die rechte Seite vor. Wir sehen uns wieder, Dani. Ciao, Dani. Danke. Für den Verein von Madame Colette Grede. Bravo. Qu'un instant, la goualante de pauvres gens que les femmes n'aimaient pas. Mais n'oubliez pas, dans la vie, il n'y a qu'une morale. Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Ils vivaient au jour le jour, dans la soie et le velours. Ils pionçaient dans de beaux draps, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on n'est pas balle, quand notre cœur est au clou. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il becquetait chez les galants, il gâchait dans les salons, et lichait tous les tapis. Mais n'oubliez pas, dans la vie on n'est pas de balle. Quand notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et gourdé bien valentant, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, para para pam, soit. Bravo! On y va. Merci beaucoup, Dani. Merci beaucoup. Sans amour, on n'est rien du tout. C'est vrai. Alors, la raison pour laquelle je t'embrasse, Colette, que j'apprécie beaucoup. Colette, prends place. D'accord. Merci beaucoup de venir me voir aujourd'hui ici. Vielen Dank, dass du heute ab Muba kommst und mit mir ein kleines Schwätzerli machst. Ich bin wieder fasziniert gesehen von deinem Auftritt. Jo. Mais si, mais j'ose le dire, hein, n'est-ce pas? Mais oui, parce qu'on peut parler le français avec Colette, alsacienne, née à Hagem. Non, hein? À Mulhouse. À Mulhouse, voilà. Oui. Alors, c'est très bien. In Mulhouse geboren, jetzt sitzt sie neben mir. Ich bin fasziniert. Ich will jetzt nicht sagen, wir werden auch nicht dein Alter sagen, aber eins ist mir sicher, du bist schon längere Zeit auf dieser Welt und voller Energie, voller Gesundheit, auf jeden Fall so gesehen. Das ist, wie machst du das? Hast du ein Geheimnis? Nein, es ist kein also Geheimnis. Ich glaube, ich habe mich immer bemühen, dass ich gesund bin. Weil es ist nicht so selbstverständlich. Aber ich habe das Glück, dass ich weiß, welche Mittel sie finden und welche Kügel sie schlucken müssen. Ja, das muss. Und dann mache ich das. Und dann probiere ich natürlich auch. Momentan laufe ich sogar zweimal in der Woche, mache ich Walking und mache meine Übungen am Morgen, wenn ich aufwache. Nicht lang, aber doch ein paar Sachen, die alles wieder in Bewegung bringt. Bist du schon dran, ein Buch zu schreiben? Nein.
Ah. Muss ich nicht. Es gibt genug Bücher. Fitness nein, im Alter mit nein, Colette Greve? Nein, nein, es hat genug Bücher. Nein, ich muss sagen... Ich lese sie selber. Ja. Wir haben ja zusammen gespielt im Pfeiferle und gesungen und tanzt. Und ich kann mich erinnern, wenn irgendjemand ein bisschen kränklich war, dann ist er immer zu Colette gegangen. Und Colette hat immer gewusst, schau, du da prendre un peu de ça. Ja. Voilà. Jetzt kommt der Dani. Was haben wir für ein Problem? Der Schal abziehen. Voilà. Ah, okay. Dann machen wir eine einseitig. Je t'aide, Colette. Non, on le laisse de ce côté. On le laisse de ce côté. Voilà. Auch das ist Colette Greve. Sie achtet immer, wie sie sich anzieht. Sie toujours nicht nur etwas fürs Ohr, sondern auch etwas fürs Auge. Wow. Eine Augenweide. Ja. Ja, Colette, wir haben jetzt ein bisschen angetönt. Ja? La vieillesse, l'âge, aber es hat auch schöne Seiten. Merkst du jetzt, dass du mit dem Alter auch Sachen kannst machen, die du früher noch nicht hätte dürfen machen? Vielleicht auch sagen, die du früher dir nicht getraut hast? Ja, ich bin erst dran, um das irgendwie zu experimentieren. Ah, du bist dran. Ja, es ist noch nicht so etabliert, wie alle sagen, ja, im Alter macht man das. Nein. So weit bin ich noch nicht. Du bist noch nicht, aber das ist eine Qualität. Ich fühle mich noch nicht alt, weißt du? Auch jetzt. Also, on parle pas vraiment de la vieillesse. Wir reden nicht wirklich vom Alter, sondern wir sagen eher so l'âge moyen. Ja, es ist noch nicht troisième, nein. C'est pas encore le troisième âge. Du bist noch im zweiten Alter. Yeah. Ja. Also das heisst, so die Altersfrechheit, die hast du noch nicht so entdeckt. Nein. Gut. Jetzt. Du hast noch einen Auftritt gehabt, gell? Mhm. Ende letztes Jahr. Was war das gewesen? Ist der Plan, dass es hier noch weitergeht? Ah ja, das hast du schon erfahren vielleicht. Im Sternenstall habe ich mitgemacht und bin hier eine Ratte gesehen. Da haben wir so am Boden rumgekriechen und tanzen und singen. Und das war schon ein bisschen eine Herausforderung gewesen, weil die anderen Tänzer, die waren 20 und 22 oder sogar reine 18. Und ich halt mit den 73 haben sie gleich rumhüpfen wie die. Und es war ja, ein bisschen anstrengend gewesen. Aber ich habe Freude gehabt, dass ich es geschafft habe. Du hast ja vorher angesprochen, ich komme wieder zurück auf die kleinen Mittel, die du nimmst. Was ich feststelle, ist auch, dass Gedanken einem helfen. Nämlich, was du ansprichst, ich fühle mich noch nicht alt, in Anführungszeichen. Das Alter ist ja auch völlig relativ. Denn man fühlt sich so alt, wie man ist. Besser gesagt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und genau. Gibt es da auch ein Geheimnis, wie du mit deinen Gedanken umgehst? Ich glaube, ich versuche einfach, den Moment zu leben. Ich versuche jetzt in den Gedanken nicht zu viel kritisch. Man hat ja Tendenz, wenn man älter wird, oh, das ist anders gewesen, das ist besser gewesen. Nein, man muss jetzt leben und das wahrnehmen, was jetzt ist. Und in dem Moment, wo wir jetzt sind, müssen wir interagieren mit den anderen Menschen und das, was ansteht, jetzt im Moment machen. Das ist eine sehr interessante Weisheit, denn ich meine, indem man im Moment ist, löst man eigentlich die Zeit auf. Ja. Es gibt keine Zeit mehr. Ja. Dementsprechend gibt es auch kein Alter mehr. Ja. An dem schafft es. Ja. Ja. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, das Wichtigste ist das absolute Jetzt. Es war ein Holländer und hat es absolut nichts gesagt. Mhm. Und tatsächlich, es lebt sich besser, wenn man nicht hört, was habe ich gestern gemacht und wie schrecklich dass das war. Und mein Gott, was wird morgen passieren? Ja, oder auch sich nicht immer tadeln, wenn man etwas nicht gerade recht macht. Was soll's? Es ist durch. Eine Chance, die du auch hast, ist ja die Tatsache, dass du in zwei Kulturen lebst. Mhm. Und es ist, obwohl Nachbar, die zwei Kulturen, es ist doch sehr kontrovers, es ist doch sehr unterschiedlich. Wie würdest du die zwei Kulturen beschreiben, aus deiner Sicht aus? Also, das Französische, das Leichtere und so, das kann ich gar nicht so wahrnehmen, weil wenn man im Elsass aufgewachsen ist, natürlich merkt man, wenn man über die Grenze kommt, dass man im Elsass ist. Aber ich glaube, wir sind näher an
als alle Männer in Schweizer und Elsässer haben sehr viel Gemeinsames. Vielleicht können die Elsässer ein bisschen gemütlicher sitzen und ein Festchen feiern. Das kann schon sein, während die Schweizer vielleicht immer noch... Ja, ich glaube, es stimmt auch nicht mehr so. Aber so, das hat man so früher, als ich angefangen habe im Fauteuil, und ich habe müssen Elsässerdeutsch babbeln, ist so, eine Freude in dem Saal gesehen, und ich habe gemerkt, dass die Basler sehr, sehr verbunden sind mit dem Elsass, und das hat, ist ein Bonus gesehen für mich natürlich. Aber dass es jetzt dass es so viel anders ist, kann ich es nicht feststellen, weil ich schon lange immer hin und her bin. Meine Eltern sind immer auf Basel gekommen. Ihre Kultur war Basel gewesen und nicht Mühlhausen oder so. Das hat sich immer so vermischt. Ja, das ist natürlich. Du in dir selber bist du ja die zwei Kulturen. Und dann ist es oft schwierig, die auch zu unterscheiden. Weil Colette Gredo, Colette, c'est un nom francophone. Et Gredo, c'est un nom germanophone. Donc, en toi, in dir selber, hast du die zwei Kulturen. Ich muss sagen, ich erlebe so sehr unterschiedlich. Ich sage immer, ich bin ein personifizierter Röstigraben. Mhm. Der ganze Kampf zwischen den, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite, das habe ich erlebt. Ich bin weder ein Welscher, noch bin ich ein Deutschschweizer. Mhm. Also von dort her habe ich das auch gefragt. Oder, dass man irgendwie, man ist nicht jetzt wirklich Deutsch sprechen, man ist auch nicht Französisch sprechen, man ist irgendwie etwas dazwischen. Das stimmt schon. Das ist natürlich eine große Chance. Eine Chance, und aber auch kennt auch kein... Es kann auch destabilisierend sein für mich, weil ich habe immer bewundert, wenn ich so in Bern wieder mal zu Besuch war, wie bodenständig die Leute sind und wie verbunden mit dem, wo sie da sind. Und ich bin mit Basel verbunden, bin aber auch mit dem Elsass verbunden. Eben, man switcht so hin und her und manchmal fällt mir der Boden. Wenn es um politische Fragen geht, Colette, interessierst du dich mehr für die französische Politik oder mehr für die Schweizer Politik? Ich los beides. Du los beides? Ja. Und ich habe ein bisschen mehr mit der französischen Politik. Also, es ist einfach traurig, was jetzt in Paris passiert. Und dass die Gilets jaunes, dass das so ausartet, das finde ich sehr traurig. Sicher haben gewisse Leute etwas zu reklamieren und etwas zu verlangen. Aber dass mir Wagen angezündet werden und die Fenster eingeschlagen werden, das kann ich nicht akzeptieren. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ja. Ja. Du hast eine Insel gefunden. Du wohnst in Hagenen. In Hagenen. Mhm. Und dort hast du deine kleine Insel. Lebst auch dort. Fühlst du dich wohl dort? Weiss nicht. Doch, ich habe mir jetzt eine grosse Renovation geleistet vor zwei Jahren und habe das Haus gut eingerichtet und so weiter. Aber j'ai la bougeotte. T'as la bougeotte. Ich muss mich immer ein bisschen bewegen. Ich habe es nicht lange aus daheim. Das heisst, du gehst immer wieder raus, um zu arbeiten, aber auch Leute besuchen oder machst du gar Reisen? Ja, jetzt gerade mit Reisen. Ja, habe ich gemacht, jetzt schnell. Aber es ist mehr, dass ich viele Leute kenne, Gott sei Dank, und dass man ständig etwas zu tun hat und etwas zu treffen hat und etwas zu tauschen hat. Du tust ja wahnsinnig gerne singen. Wenn man bei dir am Haus vorbei spazieren geht, hört man innen eine Stimme, die beim Duschen oder beim Küchenputzen oder Kochen singt? Seit ich dreifach Glas bin, nicht mehr, nein. Aha. Weil da habe ich sogar eine Subvention gekriegt vom Flugplatz, weil ich bin in der Abflugschneise, und das ist doch schon echt blöd, wenn wir vorbeifliegen und gerade Koffer riechen. Und da habe ich keine, eine Subvention kriegen vom Flugplatz, dass ich so dicke Fenster habe und dick isolierte Türen und alles. Colette. Also du hörst mich nur, wenn du reinkommst. Wenn ich reinkomme, ja gut, dann muss man läuten, dass man... Colette, es hat mich wirklich gefreut, mit dir zu reden. Gibt es irgendetwas, irgendeine Lebensweisheit, irgendetwas, wo du einfach gerne den Menschen mitgeben würdest auf dem Weg?
Was dir gerade spontan einfällt. Also etwas, was mich jetzt gerade sehr beschäftigt, dass man nicht aufpassen muss mit dem Kritisieren und mit dem Werten, mit dem Urteilen. Man muss es, glaube ich, einfach nochmal überlegen, auch wenn man jemanden sieht, sofort irgendeine Appreciation oder eine Depreciation geben, sondern einfach einmal der Mensch dahinter oder die Seele im Mensch zu treffen und nicht jetzt vielleicht Hülle oder was der erste Moment ist. Das kann gut sein, aber es gibt oft Leute, die einfach sofort etwas passen nicht und dann wird das oben runtergerissen. Und so kann es auch passieren, dass jetzt der Macron ist ein junger Typ, der hat Fehler gemacht. Aber so, er ist nicht nur böse und nicht nur schlecht und er wird verteufelt und das finde ich schade. Merci beaucoup, Colette. Merci. Sans amour, on est rien du tout. Voilà. Merci beaucoup, Merci Colette. À toi.